Hi, hier ist wieder der Hirs. Heute wieder aus dem Camp. Und heute, als ich hergelaufen bin, bin ich mal wieder einen anderen Weg gelaufen, weil ich möchte immer andere Wege laufen, wenn ich herkomme. Einfach, um keine Trampelpfade zu hinterlassen oder sowas. Und heute bin ich, wie gesagt, einen Weg gelaufen, den ich noch nie gelaufen bin. Und da habe ich gleich circa 40, 50 Meter vom Camp entfernt den geilsten Fund gemacht, seitdem ich im Wald unterwegs bin. Den zeige ich euch jetzt mal schnell. Das hier ist ein halber Knochen von einem Schädel. Die vordere Hälfte fehlt irgendwie. Keine Ahnung. Und was noch viel geiler ist, hier ist er fast ganzer Schädel. Ich schätze mal, dass es ein Reh war oder dass es Rehe waren. Aber geil, oder? So, und jetzt möchte ich euch erst einmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich ja die ganze Zeit schon überlegen, wie ich das mit den Rollos mache hier im Camp. Und dadurch, dass der nächste Tannenwald, wie gesagt, ein wenig entfernt ist und ich Angst habe, dass ich gesehen werde, wenn ich das Holz schleppe, habe ich mir gedacht, wie machst du das jetzt mit den scheiß Rollos? Okay. Ich war letztens ein wenig im Wald unterwegs und habe gesehen, dass die halben Kilometer vom Camp ungefähr entfernt ganz schön Wald roden, und da liegen überall zigtausend, also übertrieben gesagt zigtausend Fichtenstangen rum oder teilweise solche Stämme, ungefähr so 3 Meter lang, schätze ich mal, sind die alle. Und da haben wir gedacht, da probiere ich mal Rinde zu ernten. Natürlich, ihr habt das noch nie gemacht. Ihr habt bei YouTube keine gescheiten Videos finden können, wie man sowas ganz einfach erntet. Und dann bin ich halt gescheitert. Dann bin ich auf dem Weg nach Hause sozusagen an dem Fichtenwäldle vorbeigelaufen, wo die Stangen sind, die ich mir nicht traue herzutragen sozusagen. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie muss ich Rollos machen, also Fichtenstangen. Ich habe ungefähr 3-4 Stück entastet gehabt, steht auf einmal so ein älterer Mann neben mir. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Jetzt werde ich nicht erwischt irgendwie, wenn ich das Holz schleppe, jetzt werde ich schon beim Entasten irgendwie erwischt oder was. Das gibt's ja gar nicht. Auf alle Fälle hat sie dann rausgestellt, dass der Mann eigentlich ganz cool ist, und wir haben uns dann noch längere Zeit unterhalten über dies, das, jenes hier in der Umgebung halt, was so abläuft und mit den Wäldern und bla 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 und so weiter und so fort halt. Und dann, als sie das herausgestellt hat, dass der, wie gesagt, cool ist, haben wir gedacht, okay, noch ein paar holen. Dann habe ich insgesamt so 4-5 Stück, circa 3 Meter lang, 2,5-3 Meter lang circa, schätze ich mal, haben wir dann entastet und habe die dann zum Camp geschleppt. Als ich dann gestern hier ankommen bin mit den Fichtenstangen, habe ich mir gedacht, da drüben ein Rollo, hier ein Rollo, könnte ganz schön knapp werden. Also die Fichtenstangen ein paar schon mal in Länge gesägt, und dann habe ich mir gedacht, ich tue sie spalten, damit ich aus einer zwei Hälften rauskriege sozusagen. Hat auch, naja, relativ gut geklappt. Ich habe schon mal ein paar gemacht, zeige ich euch dann gleich mal. Auf alle Fälle sehe ich dann andauernd, und habe ich es auch gehört, wie hier so kleine
Propellermaschinen vorbeifliegen oder oben drüber fliegen übers Camp. Und dann haben wir gedacht, da das hier reiner Laubwald ist, so langsam aber sicher der Herbst kommt und die Blätter runterfallen, dadurch wird jetzt dann die Sicht hier ganz schön frei, was einerseits sehr schön ist, andererseits ist man dann halt nicht mehr so getarnt. Und deswegen haben wir überlegt, wie das Camp ein bisschen Umbau oder wie es ein wenig Weiterbau, sagen wir mal so, um das Ganze ein bisschen mehr zumach und wie es auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr getarnt ist. Und wenn die ganzen Bäume hier die Blätter verloren haben, ist eine richtig schöne Sicht aufs Camp. Da so eine Sicht von oben aber scheiße ist aufs Camp, muss ich es ein wenig tarnen, wie gesagt. Und ich habe mir auch schon was super überlegt. Dadurch wird das Camp auch gleichzeitig ein wenig zu und getarnt und so weiter. Denn die Rollos, die lasse ich jetzt erst nochmal. Ich habe zwar schon angefangen gestern ein bisschen, aber wenn das so fertig ist, wie ich mir das jetzt vorstelle heute, dann ist das Camp eh schon wieder ein wenig mehr zu und dann bin ich froh, wenn die Fenster so lang wie möglich offen sind. So, jetzt fällt das schon ein bisschen weniger auf. Jetzt tue ich noch ein wenig Moos und Laub und feine Zweige und sowas da vorschmeißen. Dann müsste es eigentlich relativ gut getarnt sein. So ist jetzt die Frontalansicht. Und so schaut man auf den Eingang. Von hier kann man es aber ein bisschen erkennen. Ich habe das Dach ein kleines bisschen vergrößert, dass nur noch eine kleine Luke bleibt, wo dann das Feuer rausgeht oder besser gesagt der Rauch. Und so schaut das Ganze von meiner kleinen Halbinsel aus. Hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wo ich das Dach vergrößert habe. Das ist auf alle Fälle eine ganz schöne Umstellung hier jetzt hat. Da vorne die Stämme, da oben das Dach ein bisschen mehr zu. Dadurch kommt auch ein bisschen weniger Licht jetzt gleich wieder hier ins Camp. Aber ich habe noch das Fenster da drüben, die Türe und hier das Fenster. Bis jetzt noch. Weil wie gesagt, bei den Fenstern möchte ich Rollo davor bauen. Und vielleicht muss ich mal schauen, vielleicht kann ich irgendwie ein paar Stämme zusammenbinden. So ähnlich vielleicht, wie es der Uwe hat für Tür. Muss ich mal schauen. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, hier das noch ein bisschen fertig zu machen. Vielleicht oben noch ein wenig Laub drauf zu bringen. Und dann muss ich mal schauen, wie das so weitergeht hier. Ich mache jetzt auf alle Fälle erstmal ein kleines Päuschen und schaue mir das mal hier ein bisschen an. Um mich dran zu gewöhnen. Leider Gottes bloß heute ohne Kaffee. Ich hatte kein Milchpulver mehr und normale Milch wollte ich nicht mitschleppen, weil ich finde einfach, der Kaffee ist mit Milchpulver für draußen besser. Erstens muss man keine Milch mitschleppen und zweitens schmeckt er auch super. Von dem her, naja, trinke ich halt das Wasser und dann mache ich noch ein bisschen was. In meiner kleinen Pause möchte ich jetzt auch mal einen schönen Gruß nach Thüringen sagen. Grüß die Uwe. Schau mal, jetzt ist auch schon fast die Hütte draus geworden. Obwohl ich eigentlich auch bloß bis hier irgendwie das Dach haben wollte. Jetzt hat hier vorne die Wand. Das Dach ist auch schon riesig. Natürlich muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen von dir inspiriert worden. Zum Beispiel, dass ich die Rollos da machen möchte, das Dach so groß, allgemein, dass ich eine Hütte draus gebaut habe.
weil ich schon auch ein bisschen Schiss habe, dass es im Winter arschkalt wird. Ich weiß zwar nicht, ob ich im Winter hier pennen will, aber schau mal da mal. Und so, wenn es ein wenig zu ist, dann können die vielleicht Glück haben und auch ein bisschen die Wärme hier drin speichern. Ich muss da auf alle Fälle sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ein Video von dir kommt, wenn es irgendwas Neues aus dem Camp gibt und so. Und irgendwann, vielleicht dieses Jahr nicht mehr, mal schauen. Aber spätestens nächstes Jahr kommen die besuchen und dann schauen wir dein Camp genau an. Und für alle, die den Uwe noch nicht kennen, das ist der Kaffeechaos-Uwe-Kanal. Da müsst ihr auf alle Fälle vorbeischauen, wenn ihr auf Camp-Sachen steht, weil der hat nämlich voll die geile Hütte. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch auch drauf, muss ich sagen, obwohl ich jetzt hier schon fast Auerhütte habe, bin ich trotzdem noch ein wenig neidisch. So, aber jetzt Pause genug, weil wenn ich noch ein bisschen was schaffen will, muss ich auch noch irgendwas dafür tun. Ist klar. Von nix kommt nix. Ich habe jetzt noch ein wenig Laub aufs Dach drauf getan. Damit es einigermaßen zu ist. Und jetzt habe ich angefangen, die Zwischenräume zwischen den Stämmen mit Lehm auszuschmieren. Dann tue ich noch wenn feine Zweige und Geäste vorlehnen. Und dann müsste es eigentlich ganz gut getan sein. Dadurch, dass ich morgen auf eine kleine Tour möchte, werde ich jetzt halt hier zusammenpacken und langsam nach Hause gehen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Die Folge Buschcamp und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist unterwegs. Also dann, Servus!